Ja, was soll ich nun sagen? Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, meine Damen und Herren, und jetzt dritte habe ich mir einmal überlegt, was sagt man denn da, liebe Freundinnen und Freunde, das könnte falsch klingen, also liebe Bekannte, das ist neutral. Kommt da meine erste? Ja. Wir wollen Ihnen heute eigentlich ein neues Buch vorstellen und mein Kollege Professor Uli Struck und ich, wir haben uns überlegt, dass wir Ihnen mal zeigen, was in Vergangenheit und in Gegenwart an laborativen und instrumentellen Möglichkeiten hier im Museum existieren. Ja, wir haben hinterher noch genügend Zeit zu diskutieren, Fragen zu stellen. Ich habe da auch ein bisschen was aufgebaut von historischen Instrumenten und dann können wir gerne auch anhand dieser Geräte ein bisschen über deren Funktionalität reden. So, jetzt muss ich mal gucken, dass Sie mich hier auch so, damit ich Ihnen das Bild nicht verdecke. Ja, wenn man an das Museum für Naturkunde denkt oder auch es besucht, dann denkt man zuerster Linie an Saurier, an Ausstellungen. Ich hoffe auch ein bisschen an die mineralogische Ausstellung, aber im Wesentlichen an Ausstellungen. Aber das Museum ist mehr. Also wie gesagt, wir sind mehr als nur Ausstellungen. Dieses Bild kennen Sie ja, sondern der Kern und die Arbeitsgrundlage all dessen, was wir tun, auch was wir für Ausstellungen machen, aber auch in der Wissenschaft tun, sind die über 30 Millionen Objekte aus unseren naturkundlichen Sammlungen. Und auf unserer Internetseite steht, sie sind die Kerninfrastruktur des Museums, also die Basis für alles, was wir machen. Es sind in letzter Zeit etliche Bücher über das Museum erschienen. Klasse Ordnung Art 2010 beschäftigt sich mit der Geschichte des Museums. Da geht es darum, wie sind die Sammlungen zustande gekommen, wer hat hier gewirkt. In den Wissensdingen, aus dem jetzt in zweiter Auflage im Reimer Verlag erschienen, da geht es eigentlich darum, welche Geschichten erzählen uns Objekte des Museums oder überhaupt das Museum, was wird uns sozusagen, was erzählen sie uns. Sehr im Schwange zurzeit ist ja die Diskussion um die Herkunft von Objekten. Und eins dieser Bücher, die sich damit beschäftigen, geht es um die Dinosaurier, die ja Anfang unseres Jahrhunderts im heutigen Tansania ausgegraben worden sind. Und anhand dieses Beispiels kann mal diskutiert werden, wie geht man mit solchen Objekten um? Wie ist das? Das ist ja ein Unterschied, ob man etwas ausgräbt, was nicht menschengemacht ist, oder ob man Kultur zerstört. Und diese Fragen werden in diesem Buch, finde ich, sehr vielseitig diskutiert. Und letztlich auch eine Frage der Herkunft haben wir uns 2019 mal damit beschäftigt, was ist denn eigentlich so über den lieben Gott selbst, also Alexander von Humboldt, in unser Museum gekommen? Also welche Sachen haben wir ihm zu verdanken? Und 2019 war ja das Humboldt-Jahr, sein 250. Geburtstag. Und da haben wir uns mal beschäftigt. Aber dass es hier nicht nur um historische Sachen geht, sondern auch sehr aktuelle Sachen geht, dazu habe ich Ihnen mal die Zahl da unten recherchiert. Im Jahr 2019 sind es immerhin 366 wissenschaftliche Artikel, die hier im Hause entstanden sind. Und die wenigsten sind entstanden, naja, nur aus dem Kopf heraus, sag ich mal. Auch das gibt es, indem man über bestimmte Sachen philosophiert, aber das ist nicht das Normale, sondern sie sind das Ergebnis wissenschaftlicher Untersuchungen. Und die meisten Untersuchungen brauchen Instrumente. Und das ist ein Aspekt, der in der Betrachtung der Geschichte unseres Hauses bisher eigentlich kaum eine Rolle gespielt hat. Es werden immer die Ergebnisse referiert, aber selten, wie man zu diesen Ergebnissen gekommen ist. Und ein erster Schritt, den wir dazu gemacht haben, habe ich mir das überlegt. Ich betreue seit Jahren eigentlich, oder ich habe sie eigentlich auch zusammengetragen aus lauter Kustodien und Schränken, die Sammlung historischer Instrumente. Dabei werde ich nachher noch sagen, hat mir vor 20 Jahren, gut 20 Jahren, Frau Hansen, früher
Konzen geholfen. Und daraus ist dann nun ein Buch entstanden, zu dem ich Ihnen etwas sagen wollte. Und wenn Sie so wollen, und darüber wird nachher der Uli Struck darüber reden, es geht um den Weg zur Computertomographie, also sozusagen zu den ganz modernen Methoden. Ja, ich möchte Ihnen in den nächsten Minuten oder Viertelstunde, 20 Minuten, mal einige der Instrumente vorstellen, die ich für besonders wichtig halte und Instrumente, von denen ich weiß, was mit ihnen gemacht hat, geworden ist, wer sie benutzt hat und wo sie genau herkommen. Das weiß ich nicht bei allen Instrumenten, aber bei einigen weiß ich das recht gut und da möchte ich Ihnen ein bisschen etwas vorstellen. Die ältesten Instrumente, die wir haben, sind älter als das Museum. Also das Museum ist ja 1810 etabliert worden. Die stammen aus der Gesellschaft Naturforschender Freunde und dienten interessanterweise nicht der wissenschaftlichen Forschung, sondern der Bildungsarbeit. Wenn Sie so wollen, dem zweiten großen Anliegen des Museums, der Bildungsarbeit. Die geht also auch weit über 200 Jahre. Ja. Das ist kein Instrument. Ja, ich mache das schon. So, ich weiß nicht, ob da noch jemand ist, keine Ahnung. Es geht also um sogenannte Sonnenmikroskope. Sonnenmikroskope, wenn Sie so wollen, sind die Vorläufer von Diaprojektoren. Diaprojektoren brauchen immer sehr starke Lichtquellen. Und die Sonnenmikroskope haben folgendes Prinzip gehabt. Man hat statt des Fensters ein Brett in das Fensterloch gemacht, hat da ein Loch hineingeschnitten, hat das Mikroskop sozusagen davor geschraubt vor dieses Loch und dahinter gehört ein Spiegel. Ich habe Ihnen auch eins mitgebracht nachher zum Anschauen. Gehört ein Spiegel, den man sowohl kippen als auch drehen kann, sodass man immer die Sonne einfängt. Und dann wird über eine Projektion, man sieht das auf dem oberen Bild, an die Wand geworfen. Und man hat damit geworben, einer der Hersteller hat damit geworben, man könne mit solch einem Instrument den Floh in der Größe eines Elefanten darstellen. Die Dinger waren sehr beliebt und sehr weit verbreitet. Unsere stammen, wie gesagt, wir haben zwei Stück. Unsere stammen aus der Gesellschaft Naturforschender Freunde zu Berlin, ich glaube 1773, gegründet. Ja, 1810 wird die Universität gegründet und mit ihr drei Museen etabliert. Ich möchte mich jetzt besonders ganz kurz mit Johann Wilhelm Illiger beschäftigen. Leider habe ich bisher und auch im Museum, wir wissen nicht, wie er aussah, aber wahrscheinlich wie viele andere auch, war Herr Illiger. Und Herr Illiger war, das Zoologische Museum geleitet hat. Er kommt aus der Entomologie und hat sich mit den Käfer Preußens beschäftigt. Und die meisten Käfer, die er beschrieben hat, waren weniger als 2 Millimeter, manche nur 0,5 Millimeter groß. Die kann er nicht ohne irgendein optisches Instrument untersucht haben. Das geht gar nicht. Wir wissen nicht, was er benutzt hat. Ich habe mal zwei Möglichkeiten herausgesucht, die er benutzt haben könnte. Da oben so ein sehr schönes, sogenanntes einfaches Mikroskop, dargestellt im Jahre 1762, also ein bisschen vorher, bevor Illiger gearbeitet hat. Und unten ein Mikroskop, das ist das älteste, echt datierbare Mikroskop, was wir haben. Das Mikroskop von ein sogenanntes Hofmannsches Mikroskop 1780. Ich werde gleich noch etwas zu diesem Mikroskop sagen, weil es eins der Instrumente ist, von denen wir relativ viel wissen. Ja. Anders, und Sie sehen, rausgekommen sind solche kleinen Zeichnungen von Käfern. Auch dazu werde ich später noch mal kurz etwas sagen. Ja, dann wieder Humboldt. Sie kennen dieses berühmte Gemälde, das Humboldt übrigens überhaupt nicht leiden konnte, weil alles sozusagen falsch ist auf diesem Bild. Es sind Instrumente dargestellt, die er überhaupt nicht mit hatte. Er hatte ganz andere Instrumente mit und auch ganz so ist und wird immer diskutiert, die Rolle Bonplans wird hier eher so in eine Hilfsrolle gedrängt. So hat das Humboldt nie gesehen, sondern er hat ihn als gleichberechtigten Partner auf seinen Reisen gesehen. Ich habe das mal eingekreist, der Maler hat dort, der Maler Ender, Eduard Ender, hat dort auf dem Tisch ein Mikroskop dargestellt. Ich habe Ihnen das mal daneben groß, das ist unser Exemplar, ein sogenanntes Nürnberger Mikroskop. Die Nürnberger Mikroskope sind fast 100 Jahre lang vertrieben worden und ihren Namen haben sie
weil sie über Nürnberg transportiert, verkauft worden sind. Also die kommen teilweise aus Süddeutschland und aus verschiedenen und waren aber alle ähnlich gebaut. Es gibt mehrere Typen, das ist der verbreitetste Typ mit diesem Holzkasten und der Tubus, in dem die Linsen untergebracht sind, ist aus Pappe. Und dieses Mikroskop ist erstens schlecht, schon zu Humboldt-Zeiten nicht besonders gut und zweitens hätte es die Tropen niemals überlebt. Das wäre wahrscheinlich nach wenigen Tagen im Urwald verschimmelt oder von Insekten aufgefressen worden oder ähnliches. Er hat Folgendes, er hat so ein eben schon mal vorgestelltes Hofmannsches Mikroskop mitgehabt. Leider ist unser Hofmannsches Mikroskop nicht von Humboldt. Es ist nicht genau bekannt, also wenn eins für Ausstellungen ausgeliehen wird, wird immer das des Deutschen Museums ausgeliehen. Die haben auch ein Exemplar, aber auch da ist nicht klar, ob das wirklich Humboldts ist, Mikroskop ist. Unseres hat eine sehr genaue Herkunft. Das stammt von Friedrich Erhard von Rochow, ein deutscher Adliger und Bildungsreformer. In Recknitz bei Brandenburg war er Gutsbesitzer und hat dort eine Schule auch für seine Untergebenen, ich weiß nicht, ob die damals noch Leibeigen waren, aber jedenfalls hat er eine Schule und der hat sich mit Mikroskopie, ist zum Schluss leider fast erblindet und so konnte er das Mikroskop auch nicht mehr richtig benutzen und war korrespondierendes Mitglied der Gesellschaft Naturforschender Freunde und hat das 1805 an die Gesellschaft geschenkt. Da war das eigentlich schon ein bisschen veraltet. Also er hat, aber der Carsten, der damalige Präsident der Gesellschaft, dankt dafür und verspricht es häufig zu benutzen. Wie gesagt, Friedrich Eberhard von Rochow. Ja, das 19. Jahrhundert ist das Jahrhundert der stürmischen Entwicklung von Mikroskopen. Bis ungefähr 1870 wurden Mikroskope im Wesentlichen oder gute Mikroskope beruhten auf der Erfahrung der Mikroskophersteller. Man konnte damals Optiken noch nicht rechnen. Man hatte zwar so einigermaßen das Problem der optischen Fehler im Griff, aber durch Probieren. Und das zweite große Problem war, man konnte es erstens nicht rechnen und zweitens konnte man nicht reproduzierbar Gläser herstellen. Die Gläser waren zwar nicht schlecht, aber von Charge zu Charge anders. Das heißt, man konnte keine definierten Gläser herstellen. Das ging nicht, das konnte man noch nicht. Das ist Carl Zeiss aufgefallen und hat versucht, selber das zu rechnen. Das ist ihm nicht gelungen. Er schreibt selber auch, dass seine mathematischen Fähigkeiten dazu nicht ausgereicht hätten. Und er hat sich den jungen Physiker Ernst Abbe aus Thüringen gesucht, der ihm die ersten Mikroskope gerechnet hat, also die Optiken gerechnet hat. Und es ist ihm auch aufgefallen, dass das mit den Gläsern, die A und O dieser ganzen Sache ist definierte Gläser mit definierten physikalischen Eigenschaften. Und er sucht sich den jungen Otto Schott, der aus dem Rheinland ursprünglich kommt, und baut mit ihm und dem Sohn von Carl Zeiss, Roderich Zeiss, baut er die Schottschen Glaswerke, die es heute in Mainz und ich glaube in Jena gibt es nichts mehr, die Schottschen Glaswerke auf Otto Schott und Genossen. So hießen sie früher und Genossen sind Ernst Abbe und Roderich Zeiss gewesen. Und mit diesen definierten Gläsern, die man machen konnte, machen die Mikroskope einen wirklich evolutionären Sprung in der Qualität. Aber nicht nur in der Qualität, auch im Preis. Die Dinger sind auf einmal 20, 30 Mal so teuer wie vorher, die Mikroskope. Und man sagt immer, naja, so ein Mikroskop, da musste ein normaler Angestellter bei Zeiss mehr als ein Jahr für arbeiten, um sich so ein Mikroskop eventuell kaufen zu können. Die waren richtig teuer. Das sind sozusagen, und seit den 70er, frühen 80er Jahren, sind diese Zeiss'schen Mikroskope, wie gesagt, der Maßstab zu der damaligen Zeit der Qualität von Mikroskopen. Wir besitzen zwei aus dieser relativ frühen Produktion. Sie sehen da die Jahreszahlen 1888 und 1899. Bei Zeiss geht das wunderbar. Sie schicken eine E-Mail an das Zeiss-Archiv und Sie bekommen eine Antwort und die sagen Ihnen, wann das Ding hergestellt worden ist und wenn Sie Glück haben, auch an wen es ausgeliefert worden ist. Also Zeiss ist da relativ gut in dieser Geschichte. Ich möchte Ihnen nun ein Mikroskop vorstellen, das etwas Besonderes ist. Bei denen, die ich hier habe, kann ich Ihnen nicht sagen, wer sie benutzt hat, nur dass sie im Museum benutzt worden sind, aber wir wissen nicht von wem.
Hier stelle ich Ihnen ein Mikroskop vor, das sogenannte Zählmikroskop nach Hansen. Auch das habe ich dort auf dem Tisch aufgebaut. Und zwar Viktor Hansen, Professor für Zoologie in Kiel, in der Universität Kiel, hat sich zuerst damit beschäftigt, Fischlaich zu untersuchen, und zwar nicht nur qualitativ, sondern auch quantitativ zu untersuchen. Und dafür hat er ein Mikroskop erfunden oder bauen lassen von der Werkstatt Zwickert in Kiel. Und zwar ein Mikroskop, was letztlich ein großer Kreuztisch ist. Ein sehr großer Kreuztisch, mit dem man aber flüssige Präparate zwischen die Glasscheiben bringen konnte und so nicht nur qualitativ, sondern auch quantitativ etwas aussagen konnte über die Zusammensetzung des Fischleichs. Viktor Hansen hat auch einen zweiten Begriff geprägt, und zwar den Begriff des Plankton. Der geht auf Viktor Hansen zurück. Vorher hat man das Auftrieb genannt. Das stammt von Johannes Müller, einer unserer beiden Säulenheiligen vom Museum. Der hat das genannt, und Hansen hat das Plankton genannt. Und unser Mikroskop stammt von Karl Abstein. Karl Abstein war Schüler von Hansen und hat sich aber vor allen Dingen mit Süßwasserplankton beschäftigt und ist auch bekannt geworden durch als Teilnehmer der, man hat mir gesagt, das Laserlicht würde hier nicht funktionieren. Das ist er. Das ist Herr Abstein. Auf der berühmten Valdivia-Expedition, der ersten deutschen Tiefsee-Expedition, die wirklich sehr viel für die Erforschung der tieferen Seeregionen beigetragen hat. Und das sind Ergebnisse der Expedition, solche Radularien, die ja zum Plankton gehören, war er praktisch beteiligt. Ja, es sind aber nun nicht nur Zeiss, die gute Mikroskope gebaut haben, viele andere zogen nach. Berühmte Firmen sind zum Beispiel Leitz, Seibert, Winkel, das sind so berühmte Firmen. Und auch hier wieder zwei Mikroskope, von denen ich recht genau sagen kann, von wem sie sind. Sie sehen da auf der linken Seite Alfred Keller. Alfred Keller war hier ein Präparator und Modellbauer. Und Sie sehen ihn bei der Vorbereitung zu einem seiner Modelle. Ich werde Ihnen noch gleich sagen, was. Er hat dazu dieses Mikroskop, was Sie in der Mitte sehen, ein Seibertsches Mikroskop benutzt. Und er hat als Präparationsmikroskop ein Mikroskop von Wetzlar, von Leitz, der anderen großen Firma neben Zeiss. Also das sind so die beiden Schwergewichte, die er benutzt oder die benutzt worden sind. Und Sie sehen da auch auf dem linken Bild die Mappen, wo die Präparate untergebracht sind. Und hier sehen Sie mal, die sind um 1920 gemacht. Und da sehen Sie auch die Schönheit des Details bei diesen Mappen. Die Verschlusssachen sind so als Jakobsmuscheln ausgeprägt. Das finde ich, ist ein schönes Detail, dass man auch in solchen einfachen Sachen einfach einen gewissen Sinn für schöne Dinge entwickelt. Ja, das sind die Sachen. Und bekannt geworden oder was Keller dort untersucht, das ist bekannt. Und zwar ist das die Vorarbeiten zu seinem Regenwurmmodell. Dieses Regenwurmmodell ist 1950 entstanden. Und wenn Sie es sehen wollen, müssen Sie nach Potsdam fahren, in das dortige Naturkundemuseum. Da ist das sozusagen als Dauerleihgabe. Aber bekannt geworden ist er natürlich durch seine Präparate von Insekten, die hier auch im Hause teilweise noch stehen. Also vor allen Dingen die Fliege ist sicherlich eins seiner bekanntesten Präparate und in der Qualität immer noch ziemlich einzigartig. Ja, so sieht das heute aus. Hat sicherlich nicht mehr den Charme der alten Geräte. Das ist jetzt hier ein Leitzsches Polarisationsmikroskop, also mit dem, was man heutzutage macht, elektronische Kamera, alle möglichen Analysegeräte dran. So sieht das heute aus, die Arbeitsplätze. Und damit hat sich auch einiges geändert. Dazu komme ich nachher noch kurz drauf. Ja, in der Vorbereitung dieses Buches habe ich nun viele Räume, Schränke, Archive durchgeguckt. Und als ich das gesehen habe, dachte ich mir, habe ich das für nichts Besonderes gehalten, sondern ich dachte eher, da hat irgendjemand so ein kleines Fernrohr genommen, hat das irgendwo angeschraubt und das sieht so ein bisschen selber gebaut aus. Und auch, aber es ist viel benutzt worden, bis ich dann versucht hatte, hinter die Geschichte dieses Instruments zu kommen und bin heute sehr stolz, dass wir dieses Instrument überhaupt haben. Wahrscheinlich gibt es davon nicht so sehr viele. Und zwar handelt es sich so um eine sogenannte Westinsche Lupe. Der französische berühmte Instrumentenbauer Chevalier hat sozusagen eins dieser Lupen
Teile erfunden. Die macht so ungefähr 10-fache Vergrößerung, arbeitet mit einem relativ hohen Abstand und ist vor allen Dingen farblich sehr gut korrigiert. Und der Zoologieprofessor in Rostock, Franz Eilert Schulze, später dann Professor hier in Berlin, hat sich überlegt, man könnte doch zwei von diesen Chevalierischen Lupen miteinander kombinieren, sie in einen bestimmten Winkel stellen und dann hätten wir eigentlich ein tolles Stereomikroskop. Gesagt, getan. Und der, da sehen Sie, der war am Physiologischen Institut der Universität Rostock, ich habe leider auch kein Bild von ihm gefunden, war er Mechanicus und Optikus, war Herr Westin, hat die sozusagen zusammengebaut, diese beiden, und es entstand die Westinsche Lupe. Zur gleichen Zeit, wie Schulze Professor für Zoologie in Rostock war, war ein zweiter Mann in Rostock, und zwar Karl Wilhelm von Zehender, einer der berühmten Augenärzte, frühen Augenärzte. Und der hat Folgendes sich überlegt, fand diese Lupe ganz toll und hat gesagt, lass uns sie doch einfach mal um 90 Grad drehen, also nicht nach unten gucken, sondern nach vorne gucken. Und dann kann man dort hier das Kinn eines Probanden oder Untersuchenden aufsetzen und dann kann man damit die Hornhaut untersuchen. Das heißt also, diese Westinsche Lupe, die ursprünglich ein Präparationslupe war, ist sozusagen zu einem Hornhautmikroskop geworden oder die sogenannte Kornea-Lupe nach Zehender und Westin, und damit ist sie in die Medizingeschichte eingegangen. Wir haben also quasi den Vorgänger dieser Zehender-Westinschen Lupe, finde ich also ganz interessant, wie sich manche Geräte oder wie man dann manchmal hinter die Geschichte mancher Geräte kommt. Ja, diese Chevalierische Lupe hat ein Problem. Man kann die Vergrößerung nicht beliebig ändern. Und zwar passiert dann Folgendes. Wenn man die Vergrößerung verändert, wird das Bild plötzlich seitenverkehrt und steht auf dem Kopf. Abbe, der Physiker, den wir vorhin schon mal hatten, hat gesagt, das muss man doch lösen können. Und zwar durch Prismen. Hat das sich ein Prismensystem entwickelt, ist zum Deutschen Patentamt gegangen und hat gesagt, wir können doch das möchte ich mir patentieren lassen, dieses doppelte Umkehrsystem, also sowohl Seitenvertausch als auch auf den Kopf, auf die Beine zu stellen. Und dann hat er rausgekriegt, dass es das schon seit über 50 Jahren gab. Und zwar ein Italiener namens Porro hat dieses erfunden, und diese Prismen sind als sogenannte Porro-Prismen gegangen. Und Sie erkennen das bei Fernrohren immer dann, wenn sozusagen sich okular und objektiv nicht in einer Linie liegen, sondern bei so einem normalen Fernrohr macht auch immer einen Knick, so ein Prismenfernglas. Und da ist dann ein sogenanntes Porro-Prisma drin. Und das ist dann hier von Ernst Leitz in solchen Präparationsmikroskopen, ist das dann sozusagen Präparationsmikroskop immer deswegen, diese Handauflagen führen immer dazu, dass man da ruhig mitarbeiten kann. Ja, dann kommt ein Amerikaner, auch von dem habe ich leider kein Bild gefunden, nur immer von seinem Vater, das war nämlich ein ganz berühmter Bildhauer, Greenough. Und dieser Greenough hat gesagt, lass uns doch zwei von solchen Mikroskopen in einem bestimmten Winkel anordnen. Dann haben wir doch eigentlich sowas wie ein Stereomikroskop, wonach eigentlich die Entomologen vor allen Dingen seit sehr langer Zeit gesucht haben. Und er hat das an Abbe geschickt, seine Vorschläge. Der Mitarbeiter von Abbe, Zapski, hat das dann realisiert. Und Zeiss hat um die Jahrhundertwende das erste Stereomikroskop, das heutigen Ansprüchen entspricht, sozusagen auf den Markt gebracht, das sogenannte STEMI von Zeiss, also schreckliche Abkürzung, STEMI, so hieß es. Und das war sozusagen, und dieser Typ wird heute noch nach dem Greenough-Typ genannt. Also mit zwei Optiken, die jeweils mit einem Porro-Prisma. Diese Mikroskope, die Stereomikroskope, sowohl vom Greenough-Typ, das ist also auf der linken Seite, als auch in der Mitte vom sogenannten Abbe-Typ. Abbe hat sich was anderes einfallen lassen, um Stereo zu erreichen. Der hat sehr große Linsen genommen und hat sozusagen schräg durch beide Linsen geguckt und nur die Randbereiche benutzt und konnte, das hat viele Vorteile. Und hier sehen Sie mal zwei unserer leider nicht mehr lebenden berühmten Wissenschaftler. Das ist
Hans-Eckard Gruner, Zoologe, erster Direktor nach der Wende des Hauses, auf der Kuba-Expedition Ende der 60er Jahre und eine der weltberühmten Wanzenspezialistinnen, Frau Göllner-Scheiling, sozusagen an solchen Mikroskopen. Es sind die mit Abstand am meisten verbreiteten Mikroskoptyp in unserem Haus. Ja, wir wechseln mal kurz das Fach. Wir gehen mal in die Mineralogie. Und zwar um die Jahrhundertwende vom 18. zum 19. Jahrhundert versucht man herauszukriegen, warum Kristalle eigentlich solche Formen machen, solche relativ polyedrischen Formen. Und dazu gab es verschiedene Theorien. Aber wichtig war, und man fing an, die Winkel zwischen den Kristallflächen zu messen, weil die waren für das Verständnis sehr wichtig. Zum Anfang hat man das mit sogenannten Anlegegoniometern gemacht. Auch da habe ich Ihnen mal eins hier ausgestellt. Und dann später mit optischen Goniometern. Da gab es verschiedene Verfahren mit solchen Spiegeln und mit Fernrohren. Das hier, was ich hier zeige, können Sie in der Mineralogie in dem Saal sehen. Ich wollte die Vitrine jetzt nicht aufmachen. Da steht es in einer Vitrine, die sich mit Mitscherlich und Rose beschäftigt. Und mit diesen Goniometern hat Mitscherlich eine ganz wesentliche Entdeckung gemacht. Und zwar, er untersucht Kalzite, also Kalkspatkristalle, und stellt fest, dass sich die Kristallwinkel mit der Temperatur ändern. Dass diese Winkel sozusagen temperaturabhängig sind, nicht doll. Dazu brauchte man sehr genaue Messungen, also im Minutenbereich musste man das messen, Sekundenbereich, Winkelsekundenbereich. Und das war mit keiner der wirklichen klassischen Theorien vereinbar. Heute wissen wir, das kann man nur mit einer Gittertheorie erklären. Anders kann man diesen Effekt nicht erklären. Also es gab ja so Theorien, die so Kräfte, Anziehung und abstoßende Kräfte im Gleichgewicht, oder es gab so eine Theorie, ich nenne die immer Lego-Baukastentheorien, wo man so kleine Steinchen aufeinander gesetzt hat. Auch das ist mit diesen Sachen nicht zu erklären. Also sozusagen ist mit diesen Winkelmessungen durch Rose und Mitscherlich, Rose war ja hier Professor, Leiter der Mineralogie, nicht hier im Hauptgebäude, haben die das sozusagen, diese Theorie gekippt. Diese Goniometer werden weiterentwickelt. Man dreht den Kreis gegenüber dem vorherigen Instrument in die Horizontale, führt ein Beobachtungsfernrohr ein und ein Beleuchtungsapparat, ein Kollimator, führt man ein. Und eins der ersten gut brauchbaren Instrumente entwickelt hat, war Heinrich von Groth, später Chef in München, berühmter Mineraloge. Aber er war Schüler von Rose und er hat sich diese Sachen teilweise einfallen lassen, als er hier in Berlin war. Der Nachfolger von Rose als Leiter dieses Instituts war Martin Webski. Und Martin Webski hat den sogenannten Webski-Spalt erfunden. Das heißt, das ist eine besondere Beleuchtungseinrichtung für Goniometer. Und mit diesen modernen, sehr präzise arbeitenden Goniometern wird die Mineralogie und die Kristallographie revolutioniert. Und der Höhepunkt dieser Sachen sind die sogenannten Atlas der Kristallform von Victor Goldschmidt. Man muss immer aufpassen, es gibt zwei Victor Goldschmidts. Einer war Geochemiker und einer war, wie gesagt, Kristallograf. Und der hat im Laufe von vielen Jahren Tafeln zusammengestellt, das müssen Sie sich mal vorstellen, er hat alle bis dahin bekannten Kristallzeichnungen zusammengetragen. Das sind immerhin, ich habe das mal überschlagen, ich habe es nicht gezählt. Ich habe so 5 Tafeln und dann habe ich mal den Tafeln genommen, das ging einfacher. Und da bin ich auf etwa 25.000 Kristallzeichnungen gekommen, auf 1506 in 9 Bänden. Und das war eigentlich das kristallographische Wissen der damaligen Zeit, und das war nicht nur Spaß, einer, der war Privatier, der hatte genug Geld und hat auch noch reich geheiratet, der konnte sich das also leisten und hat dann, das war praktisch die Basis der Kristallbestimmung oder der Mineralbestimmung. Man konnte anhand der Winkel die Minerale sehr gut bestimmen. Und dieses Verfahren ist eigentlich jahrelang praktiziert worden, bevor es durch röntgenografische Verfahren abgelöst worden ist. Ja, Goniometer sind bis in die 80er Jahre gebaut worden. Das ist hier eins aus dem Haus, das rechne ich mir, das habe ich angeschafft und ich habe noch goniometrisch gearbeitet. Das da, was Sie dort sehen, sind Celestinkristalle aus Rüdersdorf, die wir mal vermessen haben.
heute macht das keiner mehr, das Goniometrieren. Diese letzten Goniometer sind auch nicht mehr für die Bestimmung von oder für die Grundlagen von Kristallzeichnungen entstanden, sondern man hat mit diesen Goniometern Kristalle orientiert auf Goniometerköpfe aufgebaut, um sie radiographisch zu untersuchen. Das war zum Schluss die Hauptsache oder die Hauptnutzen von solchen Goniometern. Für wirklich kristallographische Winkelbestimmungen sind die praktisch nicht mehr benutzt worden. Ja, wir machen einen Sprung. Machen einen Sprung ins Jahr 1829 und 4500 Kilometer nach Osten. Die Breite, die geografische Breite ist ziemlich die gleiche. Barnaul im Altai, am Altai, heute bei uns würde man sagen, in der Nähe des Altai in Russland sind 250 Kilometer gar nichts. Bevor die richtigen Altai-Berge losgehen, sind es ungefähr noch 250 Kilometer. Und es war eine die berühmteste Schmelzhütte des Altai. Das Museum in der ehemaligen Laborgebäude, das gab es auch schon 1829, dieses Museum. Und das ist die Eintrag von Humboldt, je nachdem, welchen Kalender man nimmt, Ende Juli oder Anfang August, hat man den russischen oder den, ist er dort gewesen. Und dank für den wunderbaren Besuch. Und man legt ihm beziehungsweise seinem Begleiter Gustav Rose, den er ja mitgenommen hatte, ein Stück Erz vor, mit dem man nichts anfangen konnte. Rose macht Folgendes. Rose packt sein Lötrohrprobierbesteck aus. Das heißt, das ist eine pyrotechnische Untersuchungsmethode zur Bestimmung des Chemismus von Sachen. Wenn Sie Gas noch zu Hause haben, viele haben das ja nicht mehr, und Sie pusten mal so ein bisschen Seifenpulver da rein, dann wird das ganz gelb, die Flamme. Und genau sowas macht auch die Sachen. Das Natrium färbt die Flamme gelb. Genau das Gleiche macht man letzten Endes mit so einem Plan. Und er stellt fest, es handelt sich um ein Erz mit Tellur. Also was eher Ungewöhnliches in großen Stücken. Weiter kommt er erstmal nicht, stellt fest, da ist Tellur drin, nimmt das Stück mit nach Hause und beschreibt aus diesem Erzbrocken zwei Minerale, den sogenannten Hessit, also ein Silbertellurit, und den Altait, ein Bleitellurit, die beide sozusagen anhand dieser Erzprobe, die er in Barnaul gesehen hat und festgestellt hat, dass Tellur da drin ist. Ja, 1889 ziehen wir in dieses Haus. Und wir beschäftigen uns jetzt mal mit dem Mineralogen. Ja, muss ich eine Bemerkung machen. Wie Sie sehen, und Sie werden das auch auf dem nächsten Bild noch sehen, hat das Tragen von schönen Bärten in diesem Museum eine lange Tradition. Sie müssen sich nur unseren Direktor anschauen, der hat einen wunderbaren Bart. Und Sie sehen, das ist also nicht vor allen Dingen Herr Klein, mit dem wir uns beschäftigen. Sie sehen, der hat so ein bisschen, es ist erreicht, so ein Bart. Ja, aber auch die anderen waren sehr schön bärtet. Von Klein, der ein Kristallphysiker war, und der hat sich sehr mit den optischen Eigenschaften von Kristallen beschäftigt. Also wie sind optische Eigenschaften und Kristallformen, wie hängen die zusammen? Denn die optischen Eigenschaften in Kristallen sind nicht alle gleich, sondern sind richtungsabhängig. Und das ist ein Instrument, bei dem ich ein Schild gefunden habe, das ist von Klein stammt, also sozusagen von ihm. Und er hat diese Instrumente teilweise direkt in Steglitz, Berlin-Steglitz, bei der berühmten Firma Rudolf Fuß. Fuß wird er ausgesprochen. Er kommt aus Westfalen und da habe ich mich belehren lassen. Der heißt weder Füß, sondern das UE ist ein langgezogenes U und das Doppel-S ist eigentlich ein langes S. Es gibt ja auch Orte in Soest zum Beispiel. Heißt auch nicht Soest, sondern Soest. Und das Gleiche ist das hier. Der heißt also Fuß, Rudolf Fuß, ein begnadeter Mechaniker, der sehr viele, sehr berühmte mineralogische Instrumente gemacht hat. Und das ist ein Instrument, wo man sozusagen ein Kristall in einer Flüssigkeit drehen kann und sie dann unter dem Mikroskop untersuchen kann. Ja, diese Erkenntnisse über die Eigenschaften von optischen Eigenschaften von Kristallen, werden dann angewandt in der Mineralogie und für diese Bestimmung von solchen, von diesen oder zur Nutzung dieser Eigenschaften zur Bestimmung von Kristallen sind Instrumente gefunden worden und der Höhepunkt dieser Methode ist sicherlich das Theodolit-Mikroskop nach Brandau-Leist. Brandau war ein
portugiesischer Mineraloge. Und das ist wahrscheinlich eins der wertvollsten Instrumente, was wir besitzen. Also nicht stehlen, da kriegen Sie einen Mittelklassewagen für das Instrument. Ja, also da musste der Chefmechaniker mehrere Jahre für arbeiten, um sich so ein Instrument leisten zu können. Wozu hat man das benutzt? Man hat das benutzt zur sogenannten Feldspatbestimmung. Also Feldspäte sind aus drei Komponenten Minerale, häufigsten Minerale der Erdkruste, sind immer aus drei Komponenten zusammengesetzt, aus dem Orthoklas, Albit und Anorthit. Und die Bestimmung der chemischen Zusammensetzung dieser Feldspäte sagt sehr viel über die Genese der Gesteine aus. Und mithilfe dieser optischen Eigenschaft, das war die einzige Methode, wo man bei solchen kleinen Kristallen letztlich bestimmen konnte, wie sind sie chemisch zusammengesetzt und dann Rückschlüsse auf die Genese der Gesteine machen konnte. Das hier mal Dünnschiffoto, da ist klar links der große Kristall und rechts sind es die grauen Kristalle, die Feldspatkristalle sind. Macht man heute ganz anders, Methode ist verloren gegangen. Heute macht man sowas mit einer Mikrosonde, kann man relativ kleine Objekte sehr genau chemisch analysieren. Ja, nochmal kurz. Ich schreibe hier Mikroskope auf Wanderschaft. Früher waren zumindest ab einer gewissen Stellung, die man in der Wissenschaft hatte, waren die Mikroskope sowas wie persönliche Arbeitsgeräte wie ein Füllfederhalter oder wie ein Stift. Und die Mikroskope wurden auch von Arbeitsstelle zu Arbeitsstelle mitgenommen. Bei zweien weiß ich das sehr genau. Mein kürzlich verstorbener Doktorvater, das ist kein Schreibfehler, er ist wirklich 102 geworden, Professor Hoppe, hat dieses Mikroskop 1954 in Jena, in Halle, wo er zuerst war, angeschafft, hat es dann mit nach Greifswald genommen und von Greifswald nach Berlin genommen. Also das ist, und auch das zweite Mikroskop, Professor Bautsch, bei dem wir studiert haben, oder ich auch studiert habe, hat kurz, wenn Sie so wollen, vom Mauerbau oder ein Jahr vom Mauerbau, hat er sozusagen es noch geschafft, sich ein Leitz-Mikroskop, also aus Wetzlar, ein West-Mikroskop anzuschaffen, hat dieses Mikroskop mit nach Greifswald genommen. Er ist nämlich der Nachfolger von Hoppe in Greifswald geworden und dann wieder hier nach Berlin zurückgekommen. Und auch dieses Mikroskop hat sozusagen eine Wanderschaft genommen. Das ist heute praktisch nicht mehr so. Heute gehören die Mikroskope so an die Grenze der Großgeräte. Das muss man mal so sagen. Die haben so viel Elektronik und so viel Technik dahinter, dass hier mal ein Blick in das mineralogische Mikroskopielabor im Museum, so sieht das heute aus. Also da stehen ganz viele, sehr verschiedene Mikroskope, aber letzten Endes stehen die nicht mehr auf dem Arbeitstisch des jeweiligen Forschenden. Aber wir benutzen die Mikroskope auch sozusagen nicht nur für die wissenschaftliche Arbeit, sondern auch in der Bildungsarbeit. Wir betreiben ja seit vielen, vielen Jahren ein Mikroskopiezentrum, wo man letztlich Kinder, Jugendliche, aber auch Erwachsene in die Welt der Kleinheit sozusagen einführen kann. Ich komme nochmal, das hatte ich Ihnen versprochen, auf Illiger zurück, auf diese Zeichnung. Später... Diese Zeichnung können Sie sehen, sie sind ja relativ ungenau. Und dann für wissenschaftliche Zwecke hat man dann sozusagen einzelne Zeichnungen. Diese Zeichnung ist hier aus dem Jahr 2013, geht um eine Käferart, die von Illiger 1800 beschrieben worden ist. Sie können sich vorstellen, dass das Herstellen solcher Zeichnung ein hohes grafisches Können erfordert und sicherlich auch nicht für ganze Sammlungen geeignet ist. Und deswegen aber doch sehr genau das wiedergibt, was man eigentlich an dem Käfer sieht. Und seitdem, und ich glaube, eröffnet worden ist es vorige Woche, so in Einzelfällen machen wir es auch schon ein bisschen länger, folgt heute sozusagen die moderne Sammlungserschließung durch Massendigitalisierung. Das heißt, da werden die mit einem sehr aufwendigen fotografischen Verfahren die Käfer fotografiert, das vor einem 19-prozentigen Neutralgrau, dass die Farben noch stimmen. Und Sie sehen, mit was für erstaunlicher Detailtreue diese Fotografien sind. Das machen Sie also nicht mit Ihrem Handykamera, sondern das ist ein sehr aufwendiges fotografisches Verfahren. Es gibt ja so eine Idee, dass man das bis 2030 schaffen will, alle 15 Millionen Objekte, Insekten so auf diese Art und Weise zu fotografieren. Ja, darüber wird dann Uli gleich etwas sagen. Der große Wunsch ist immer noch geblieben,
zerstörungsfrei ins Innere zu gucken. Wir können das zwar strukturell bei Mineralen, aber bei Fossilien musste man sie sehr aufwendig frei präparieren, um zu sehen, was da drin ist. Heute können wir das perfekt können, aber darüber wird Uli gleich etwas sagen. Ja, und ich habe mit der Fotografin Vaya Götz, die leider heute nicht kann, ist gesundheitlich nicht so ganz auf dem Posten, ein Buch geschrieben. Und das ist ja heute der Anlass, dieses hier vorzustellen. Das lebt also vor allen Dingen auch von den Fotografien von der Vaya Götz. Und insgesamt werden in diesem Buch 68 Instrumente aus dem Museum vorgestellt. Ich habe hier nur wenige gezeigt mit ihren Geschichten. Und Sie sehen, das Hensensche Mikroskop, was Sie da auch sehen, ist eins der Titelgeräte. Ja, ich war mit dem Text fertig und da findet man natürlich immer wieder was, was man noch nicht beschrieben hat. Ich habe hier auf der rechten Seite ein seltenes Polarisationsmikroskop von der Firma Seibert. Meistens stammen die von Leitz, meinte ich auch von Fuß, aber von Seibert sind die relativ selten. Aber das habe ich leider erst entdeckt, da hatten wir den Text schon fertig und werden alles ändern müssen. Zweite Auflage kommt es mit rein. Und ich habe weitere solche Drehapparate gefunden oder solche. Und zwar schreibe ich eventuell vor 1895. Wie komme ich darauf? Irgendjemand hat ein Stück von diesem violetten Samt gebraucht. Fragen Sie mich nicht mit diesem Etui-Samt, der typisch für Ihr Fuß ist. Warum das da rausgeschnitten ist, weiß ich nicht. Und Sie sehen, da hat sich der Etui-Hersteller hat sich dort verewigt. Und ich habe mal in den Branchenbüchern aus den 90er Jahren des 19. Jahrhunderts gesucht und komme, da steht Habe, Etui und Futurale, Berlin Süd, also Berlin S, Stallschreiberstraße, das ist so alte Jakobstraße da in der Gegend. Also nicht so sehr, da ist das in der Gegend. Und Sie sehen, unten ist sozusagen, habe ich das in dem Adressbuch von 1895 gefunden, Habermann, Stahlschreiberstraße 37. Dann kommt noch 96, taucht das nochmal auf als Habermann und Söhne und dann ist es weg. Dann muss die Firma eingegangen sein oder woanders hingezogen sein. Aber im Berliner Adressbuch findet man sie nicht mehr und deswegen nehme ich an, dass das Instrument vor 1895 gebaut worden ist, denn auf Vorrat wird ja solche Etuis nicht. Diese Geräte, muss man sagen, waren Einzelanfertigung. Das waren keine Seriengeräte. Ja, ja, ich habe zu danken. Ich habe zu danken natürlich unserem Direktor, Generaldirektor, Herrn Vogel und Herrn Juncker, unserem Verwaltungschef, die mich zu diesem Buch sozusagen angeregt haben und die es letzten Endes auch großzügig finanziert haben. Das muss ich so sagen. Ja, dann habe ich natürlich der Fotografin, schade, dass sie heute nicht da ist, Frau Götz. Dann hat Herr Ulrich Moritz in bewährter Weise geguckt, dass ich da nicht zu viel Unsinn schreibe. Und dem Gestalter und ganz wesentlich, und muss ich sagen, das war eine super Zusammenarbeit, zeig dich mal, Thomas. Da, Thomas Schmidt-Dankwart, das ist die ganze Koordination mit der Verwaltung, beziehungsweise da ich ja nicht mehr angestellt im Museum bin, darf ich auch kein Geld verwalten. Ich muss mir immer jemanden suchen, der das Geld verwaltet. Und das war in diesem Falle Frau Hermannstetter, die das in bewährter Weise gemacht hat. Und dann habe ich natürlich Julia zu danken, Julia Hensen, geborene Konzen. Ich schreibe das immer, sonst mache ich das nicht, aber hier mache ich das mal, weil sie im Hause unter diesem Namen bekannt ist. Julia hat vor gut 20 Jahren haben wir festgestellt, ein Studium der Museumskunde in der damaligen Fachhochschule für Technik und Wirtschaft gemacht und hat sich mit dieser Sammlung, hat als erste diese Sammlung mal geordnet, hat Literatur gesammelt und hat eine gut nutzbare Datenbank zusammengebaut für die Instrumente, die wir heute noch benutzen. Das ist letzten Endes, Frau Hansen, dann, sonst hätte ich da wahrscheinlich sehr viel mehr Arbeit reinstecken müssen, noch mehr Arbeit reinstecken müssen. Herzlichen Dank, Julia. Na, und dem Verlag habe ich zu danken, Frau Knöse, Frau Behrens, Herrn Ben Bauer vom Reimer Verlag. Ich muss sagen, ich fühlte mich jederzeit sehr gut betreut und auch gut aufgehoben mit unserem Buch. Und ich hoffe, dass wir Zusammenarbeit auch weiterhin fortsetzen können. Ja, ich habe zu danken. Recht herzlichen Dank für eure Aufmerksamkeit. Ja, und dann kann ich Ihnen nur sagen, es gibt das Buch im
Shop zu kaufen. Es ist käuflich erwerbbar. 29,90 Euro finde ich für so ein schönes Buch. Eine preiswerte Sache, ein bisschen Werbung machen. Ja, gut, okay, das war's eigentlich. Herzlichen Dank. Und jetzt, Uli, du bist ja nicht so lange, ne? Ist das jetzt an? Ja, ne? Ja, herzlichen Dank, Ferdinand. Das ist ja wirklich beeindruckend, sehr beeindruckend, dass du da dir die Mühe gegeben hast, das alles zu recherchieren, und die Kollegen, die mitgeholfen haben, natürlich selbstverständlich auch. Ich stelle mich mal kurz vor, mein Name ist Ulrich Struck, ich bin hier Leiter am Museum für Naturkunde des Isotopenlabors. Also ich habe mit der Analytik von Materialien zu tun, die hier im Museum anfallen, aber auch mit internationalen und nationalen Kooperationspartnern. Bin auch gleichzeitig ein bisschen an der Lehre beteiligt in der Freien Universität. Von der Ausbildung her bin ich Mikropaläontologe. Das heißt schon, ich bin mit den Mikroskopen, also Binokularen, groß geworden und bin dann in den 90er Jahren an die Grenzen gestoßen des Jobmarkts für Mikropaläontologen, was ich eigentlich ganz schade fand, weil mein Know-how so gesagt dann so ein bisschen mir nichts gebracht hat. Aber ich bin schnell in diese analytische Schiene reingekommen, weil die immer mehr in die naturkundliche Forschung hineinkommt und dadurch auch den Wissensstand erweitert. Insbesondere auch optische Verfahren, nicht zerstörende optische Verfahren, sind heute gang und gäbe. Aber sie sind noch gar nicht so alt. Also wir sind angefangen mit Rasterelektronenmikroskopen, können sich vielleicht alle noch erinnern. Das war so die 70er Jahre, dass man so gescannte Bilder hatte, die so einen dreidimensionalen Eindruck machten von Objekten wie kleinen Tieren, Insekten und sowas, die also so gesagt ein schönes Bild erstellt haben, das vorher die Kollegen mit den Mikroskopen handzeichnerisch produzieren mussten. Das ist natürlich ein Quantensprung gewesen für die Forschung. Jetzt konnte man im Mikrometerbereich Dinge beobachten, die man sonst über das Bild sich selber irgendwie reproduzieren musste per Zeichnung. Und ich darf jetzt für heute mal ganz kurz einen Durchgang machen durch die Labore des Museums für Naturkunde, die sich nämlich in der Folge entwickelt haben in den 80er, 90er Jahren, Röntgendiffraktometrie für Mineralbestimmung, aber dann auch eben Stoffanalytik, Röntgenfluoreszenzanalytik. Aber wir haben inzwischen auch ein bioakustisches Labor, 3D-Labor, da habe ich ein kleines Beispiel dafür, geochemischer Labortrakt, da ist dieses, die Mikrosonde dabei, da werden also Elementanalysen gemacht in nanometergroßen Objekten. Das heißt, also wir haben mit einmal die Möglichkeit, extrem kleine Partikel oder Mineralstufen in Gesteinen zu finden, die in dem Falle auf Impakte, also Meteoriteneinschläge, hinweisen. Das war vorher sehr schwierig möglich. Und dann gibt es ein zoologisches Forschungslabor, Isotopenlabor, das ist meins, da habe ich auch ein kleines Beispiel, ein molekulargenetisches Labor, da werden DNA-Analysen durchgeführt, paläontologische Präparationslabore, die gab es wahrscheinlich die letzten hunderte von Jahren, also seit es das Museum gibt, weil Fossilien vorpräpariert werden müssen, damit man sie überhaupt optisch charakterisieren kann. Und dann diese Sammlungspflegelabore, die Objekte, die in die Sammlung kommen, dann fixieren, damit sie nicht zerfallen. Das ist ein ganz großes Problem in den Sammlungen, dass die Materialien, die man vor 200 Jahren benutzt hat, vergiften zum Beispiel musste, damit sie nicht von anderen Organismen wieder aufgegessen worden sind. Die führen natürlich dazu, dass eine langfristige Kontamination da drinnen vorherrscht. Und das sind Dinge, die in diesen Sammlungspflegelaboren untersucht werden, aber gleichzeitig auch bearbeitet werden, das heißt wiederhergestellt werden. Und auf der nächsten Seite sieht man dann, bitte. Achso, ich muss das selber machen, alles klar. So rum, ne? So, das 3D-Labor. Also jetzt, das sind die beiden Beispiele, die ich schon angesprochen hatte, das 3D-Labor, Isotopenlabor. Ich habe da ein paar Bilder reingemischt von typischen Objekten aus den Sammlungen, wie sie heute da, sich darstellen. Und das 3D-Labor, das macht uns im Grunde zerstörungsfrei Bilder vom Inneren. Hier wird eine
Technik angewandt, wo ein Röntgen durch Röntgenstrahlen in einem sich drehenden Tisch die verschiedenen Schichten in einem Organismus oder einem Objekt aufgenommen werden, und die kann man dann später digital mit Computertechnik rekonstruieren, und so kann man schichtweise, so gesagt, alles abtragen, von der Haut über die körperinneren Organe bis in die Knochensubstanzen, was man hier an dem Schädel schon ganz gut sehen kann. Die Geräte, die wir hier haben im Museum, die sind unterschiedlich groß, wie Sie sehen können. Das Große, das ist für große Teile, da muss eine unheimliche Energie durchgeschossen werden, also Röntgenenergie, damit man in größere Objekte hineindringen kann. Und das Kleine ist rechts unten auf dem Bild, das ist das Mikro-CT, das wurde zuerst angeschafft 2010, und das hat eher die Aufgabe, kleinere Organismen im Mikrobereich aufzulösen. Und die Methoden, ich mache gleich ein weiter, sorgen dafür, dass wir in den Organismen zum Beispiel evolutionäre Trends, ich zeige mal das nächste Bild auch gleich, untersuchen kann, die man bisher so nicht sehen konnte, weil man im Grunde die frei präparieren musste. Und so kann man die an Ort und Stelle rekonstruieren, wo bestimmte Bauteile des Körpers sich angesiedelt haben. Und entsprechend der Menge der Objekte, die wir haben, haben wir natürlich ein unheimliches Potenzial an neuen Ergebnissen, die herauskommen könnten. Und das ist im Grunde, was Ferdinand schon gesagt hat, die Aufgabe der nächsten 10 Jahre mindestens, wahrscheinlich eher 100 Jahre, die Objekte, die wir haben, hier erstmal zu scannen, digital abzuzeichnen, so gesagt, um dann die der Öffentlichkeit zur Verfügung zu stellen. Eine große Herausforderung, aber auch eine wichtige Aufgabe, weil wir ja als Museum auf unseren Schätzen sitzen und nicht jeden hier reinlassen können. Und so wird das vermutlich in Kürze oder mit der Zeit möglich, viele der Objekte der Bevölkerung, also uns selber, der Gesellschaft und eben auch interessierten Wissenschaftlern zur Verfügung zu stellen, als dreidimensionales Objekt, digitales Objekt, das man sich ausdrucken kann für die Lehre zum Beispiel oder eben für die wissenschaftliche Untersuchung anschauen kann, ohne dass man persönlich hierher kommen muss und entsprechend vielleicht diese Objekte seziert oder zerlegt. Und so sind sie zerstörungsfrei für uns auf Dauer auch präserviert. Das heißt, wir haben eine digitale Datenbank von möglichst allen Objekten, die wir hier im Museum haben. Und Sie sehen da unten die ganzen in Glas eingelegten Objekte, die hier in der Nasssammlung jetzt eingelagert sind. Das ist auch ein Aufwand, die dem Gast oder dem Forscher zur Verfügung zu stellen. Also ist diese Digitalisierung für uns ein wichtiges Ziel in den nächsten Jahren. Und mein eigenes Arbeitsgebiet, das ist das Isotopenlabor. Im Isotopenlabor macht man Massenspektrometrie, und jetzt kommen wir wieder zur Optik. Hier werden Gase untersucht und die Isotopenverhältnisse in den Gasen. Und diese Gase sind halt ja nicht irgendwie optisch so sichtbar. Das ist CO2 oder Stickstoffdioxid, also N2, molekularer Stickstoff. Aber wir können durch die Ionisierung und durch das Fokussieren mit einer Ionenoptik, hier wird also eine elektrische Optik benutzt, die Isotopenverhältnisse in diesen Materialien bestimmen. Und damit können wir in der Erdgeschichte, aber auch heute, Lebensbedingungen und die entsprechenden Klimabedingungen rekonstruieren. Und das ist auch insofern ein gewisser Quantensprung, weil man jetzt nicht nur die Objekte an sich studieren kann, sondern deren Lebensweise auch in der Erdgeschichte, in der Vergangenheit untersuchen kann. Und da habe ich jetzt ein ganz interessantes, vielleicht für Sie alle ein Beispiel, was wirklich uns ziemlich nahe liegt, weil es gleich ein paar Zehnermeter entfernt ist, nämlich den Brachiosaurus. Und hier ist so gesagt die alte Frage endlich entschlüsselt worden mit einer Isotopentechnik, ob es Warmblüter waren oder nicht. Es gibt ja seit den Jurassic Park Filmen eine klare Aussage, dass die wahrscheinlich warmblütig waren. Sie bewegen sich schnell, sie laufen in Herden, sie greifen sich gegenseitig an, fressen sich auf und sind ziemlich aktiv dabei. Das ist als Reptil kaltblütiger Lebensweise eigentlich so nicht möglich. Aber der Ursprung der Dinosaurier-Geschichte, so gesagt, der ist ja im Prinzip die Aussage, dass sie Echsen sind, Dinosaurier, Schreckensechsen.
Und das suggeriert am einen, dass sie zu den Reptilien gehören. Und das ist so festgebrannt gewesen in der wissenschaftlichen Community, dass bis in die 80er Jahre des letzten Jahrhunderts das noch die gängige Denkweise war. Und hier kommt jetzt die Isotopentechnik zum Tragen. Es gibt molekulare Verbindungen, die verbinden sich temperaturabhängig. Zum Beispiel die Masse 47, das ist CO2 mit dem Kohlenstoffisotop 13C und mit 18O und 16O zusammengezählt. Und das findet massenunabhängig immer statt, aber temperaturabhängig. Das heißt also, wir haben hier eine Technik, mit der wir Proben auch ganz alter Organismen angucken können und deren Isotopenverhältnis sagt uns was über die Bildungstemperatur. Hier wurden also unser Brachiosaurus, aber auch noch einige andere Sauropoden in den verschiedenen Museen beprobt. Hier nimmt man dann das am besten erhaltende Material, das ist Zahn, am besten der Zahnschmelz, und misst da drin das Isotopenverhältnis. So, nun ist es ja eigentlich so, dass wir erwarten, dass ein Organismus, je größer er wird als Kaltblüter, immer wärmer wird potenziell. Das ist so eine Abhängigkeit, die durch das Größen- und Oberflächenvolumen-Beziehung natürlich ist. Und so hat man für riesige Dinosaurier vermutete Körpertemperaturen ermittelt. Und das ist auf der Abbildung, jetzt müsste ich da mal hingehen kurz, auf der nächsten Seite, gemacht worden. Man hat also diese Masse 47 gemessen und die Temperatur daraus rekonstruiert und findet hier bei den beiden Großdinosauriern kältere Temperaturen als die erwartete, die ja auf der Linie zu sehen ist, die mit der Körpergröße korrelieren müsste. Und in absoluten Zahlen hatte unser Brachiosaurus eine Körpertemperatur von 38,2 Grad gehabt zu der Zeit, wo der Kalk sich gebildet hat. Und der Camarasaurus, auch so ein großer vierfüßiger Saurier, eine Isotopentemperatur von 35,7. Das heißt, sie sind sehr nah dran an unserer eigenen Körpertemperatur. Der eine hat ein bisschen Fieber und der andere ist sogar ein bisschen untertemperiert, was eigentlich für diese riesigen Organismen unwahrscheinlich ist. Nur wenn man seine eigene Körpertemperatur ausgleichen kann durch Kühlung, durch Schwitzen, wie wir es machen, dann hat man die Möglichkeit, seine Körpertemperatur konstant zu halten. Also physiologisch sind das Warmblüter gewesen. Und das muss man sich ein bisschen vor Augen führen. Wir haben also mit unserer Technik einen kleinen Schritt oder einen kleinen Beweis dafür geliefert, den es vorher nicht gab, dass das Warmblüter waren, was logisch erscheint, aber bisher direkt messbar, direkt nachweisbar nicht passiert ist. Und das sind so gesagt die neuen Sachen, die hier im Museum passieren. Wir gucken uns bestimmte Fragestellungen neu an, mit neuen Methoden und versuchen so gesagt endgültige Beweise zu finden. Und ich glaube, da habe ich schon so gesagt alles gesagt, was ich sagen wollte. Ich hoffe, ich konnte zeigen, dass wir also in den naturkundlichen Sammlungen, die wir hier haben, aber auch weltweit gesammelt wurden, massiv richtig großes Potenzial haben, Fragestellungen weiter zu bearbeiten. Und mit den modernen Techniken können wir also weiter gucken, besonders mit der Digitalisierung. Und ich hoffe, es gefällt Ihnen, dass wir das machen, weil wir sind natürlich von Ihnen abhängig, als Wissenschaftler, die auch vom Staat bezahlt werden. Das wäre mein Beitrag für heute. Danke. Machen Sie noch mal an. Gut, danke. Ja, danke, Uli. Ich hoffe, dass Sie so ein bisschen einen Überblick bekommen haben in den 200 Jahren Museum, was wir so methodisch oder welche Instrumente wir benutzt haben, um bestimmte Fragestellungen zu lösen. Ich würde folgenden Vorschlag machen. Ich habe so einzelne Instrumente da mal aufgebaut. Da können wir uns noch angucken, kann ich Ihnen ein bisschen was erklären. Dann gibt es da hinten noch eine Vitrine. Da sind ein paar Instrumente aufgebaut und ansonsten ein paar sind auch im Haus, die Sie noch sehen können. Ich würde aber vielleicht noch mal einmal fragen, wenn Sie Fragen haben, so allgemeiner Natur, dann können wir die machen. Oder ansonsten schlage ich vor, dass wir vielleicht vor den Geräten so ein bisschen diskutieren und uns machen. Ich
bedanke mich für Ihr Kommen. Es ist schade, dass der Rahmen nicht größer ist, dass es nicht größer ging. Hätten wir gerne gemacht, aber wie gesagt, danke für Ihr Kommen und kaufen Sie unser Buch. Sie haben ja gesagt, es war sehr aufwendig, diese alten Instrumente herzustellen. Also, weil man konnte es ja nicht mechanisch schnell machen und immer, also der Standard war ja auch schwierig. Von welchen Stückzahlen kann man denn ausgehen? Also, wie viele gibt es denn dann von einer Sorte so geschätzt oder mehr oder weniger? Das ist wie immer, das ist auch wie bei heutigen Geräten. Je spezialisierter die Geräte sind, desto weniger gibt es davon. Der Höhepunkt der Mikroskopherstellung war die Einführung der obligatorischen Trichinenschau in Preußen durch Virchow. Da wurden die damals gängige Methode war eine mikroskopische Methode. Es wurden an bestimmten definierten Stellen wurden Proben genommen, dann wurden die zwischen zwei dicke Gläser gelegt und gequetscht und dann wurde geguckt, ob da Trichinen drin sind. Das hat einen Aufschwung in der Mikroskopieproduktion gebracht. Die wurden zu Tausenden hergestellt, diese Mikroskope. Die mussten nicht besonders hochwertig sein, die Vergrößerungen mussten nicht sehr groß sein, also reichten geringere Vergrößerungen. Und wenn man das sieht, es gab in den großen Schlachthöfen, zum Beispiel Zentralfriedhof hier in Berlin, da gab es Säle von Frauen meistens, die dort mikroskopiert haben. Und jedes einzelne Schwein wurde mikroskopiert. Macht man heute anders, macht man heute biochemisch. Man führt die Schweine in Gruppen zusammen. 5, 10 Gruppen und sucht nach einem biochemischen Marker, der die Anzeichen für Trichinen sind. Und wenn man den nicht gefunden hat, ist gut. Und wenn man den gefunden hat, muss man sich diese 5 Tiere oder 10 Tiere, von denen diese Mischprobe stammt, genauer angucken oder verwerfen. Tot sind sie ja schon, sozusagen in die Tierkörperbeseitigungsanstalt, so ein schreckliches Wort, bringen. Bei Polarisationsmikroskopen gehen die Zahl wahrscheinlich in die Tausende, aber nicht so hoch, weil jedes Institut besaß immer einen ganzen Satz für Studenten oder so etwas. Bei solchen Sachen, dieses Brandau-Leissche, dieses Theodolit-Instrument, da gibt es vielleicht 30, 40 von. Mehr gibt es da auf keinen Fall. Die waren so teuer, die konnte sich nicht mal jedes Institut leisten. Das ist so wie heute seine Maschinen, die sind auch so teuer, kann sich nicht jedes Museum leisten. Was? Ja, das, und wenn sie dann, und so muss man sagen, die Goniometer, dieses Goniometer von Babinier, Malus Babinier, was da steht, das ist auch ein Masseninstrument. Auch da besaß jedes Institut, ich selber besitze 3, also nicht ich, aber das Museum besitzt 3, das ist das am besten erhaltene. Ja, wie gesagt, die können sich gerne, wir können gerne über die Geräte da noch reden, diskutieren. Ja, und einzelne spreche ich noch an, da würden wir uns nachher noch ein Moment zusammensetzen, ja? Okay, alles klar. Nochmals herzlichen Dank.